Hallo, wie geht's, die Kläre sieht es, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Leute, es ist die Cold War Beta auf PC. Endlich können wir Maus- und Keyboard-Spieler auch die Beta spielen. Und relativ schnell, als die Beta live war, haben die Leute gemerkt, irgendwas ist, glaube ich, am Skillbase Matchmaking anders, haben viele geschrieben. Dazu gehört auch John Rage. Phalaxia hat eine Nuke gedroppt. Das waren zwar sehr gute Gegner in dieser Nuke, ich will das natürlich nicht absprechen, aber man hat schon ein bisschen was gemerkt und ich wurde ununterbrochen durch die Lobby geschleudert. Bevor wir uns angucken, woran das gelegen haben könnte und ob die wirklich Skillbase Matchmaking ein bisschen schwächer gemacht haben über die Woche, Leute, gerade läuft ein 48-Stunden-Stream. 48 Stunden zocken, entertain, meine größte Herausforderung, die ich jemals auf Twitch hatte. Der erste Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr das Video zwischen dem 16. und dem 18. Oktober 2020 seht, bin ich jetzt gerade live und ich hoffe, dass ich bis Sonntag 20 Uhr durchziehe. Zusätzlich könnt ihr einen 240 Hertz Samsung Gaming Monitor gewinnen. Das zum Giveaway ist auch in der Videobeschreibung. Dafür müsst ihr nur Sonntag um 20 Uhr in meinem Stream sein, bei der Auflösung. Ich bin jetzt gerade absolut aufgeregt und hoffe, dass es richtig geil wird und ich hoffe, dass ihr auch vorbeischaut. Und wenn ihr neu auf dem YouTube-Kanal seid und noch kein Abo dagelassen habt, alles rund um Warzone, Call of Duty, Black Ops, Cold War, Waffenvideos, Klassenguides, alles hier auf dem Kanal. Wir wachsen gerade, es geht durch die Decke. Das Goal für dieses Video sind wieder 100 Likes. Würde mich mega, mega freuen, Leute. Sprengt mal den Like-Button. Komm jetzt. Einmal nach unten scrollen und auf Like drücken. Würde mich mega freuen. Kuss geht raus, danke für eure Liebe, die ihr im Moment gibt. Und jetzt ganz viel Spaß beim Video. Ich bin eigentlich mit guten Absichten da reingegangen und dachte eigentlich, dass es jetzt auf Maus und Keyboard besser wird, weil ich ja an Warzone eigentlich ein jetzt nicht überdurchschnittlich krasser Maus und Keyboard-Spieler geworden bin, aber schon viel, viel besser als auf Controller. Aber irgendwie, nee. Digga, ich habe nichts hingekriegt. Und als ich dann so ein bisschen gemerkt habe, dass die Jungs auf Controller irgendwie viel, viel besser klarkamen und viel besser gespielt haben und ich irgendwie auf Distance auch immer so weggeholt wurde, habe ich mich an den Aim Assist erinnert, der in der Alpha so krass war und in der Beta letzte Woche. Und ich habe meinen Controller angeschlossen und ich habe echt gemerkt, dass da ein krasser Unterschied war. Und ich habe euch jetzt drei Runden eingepackt, zwei mit Controller und eine mit Maus und Keyboard, um euch mal ein bisschen zu zeigen, was für ein krasser Unterschied das ist. Weil ich bin wirklich kein Controller-Spieler mehr. Ich habe nichts mehr drauf auf dem Controller. Trotzdem bin ich auf Controller viel, 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 viel besser geworden. Den direkten Vergleich werdet ihr jetzt gleich sehen und ich glaube, deswegen haben viele das Gefühl, dass Skillbase Matchmaking verändert wurde und es nicht mehr das gleiche System ist wie in der Beta. Ich muss euch aber meiner Meinung nach da trotzdem enttäuschen und ich glaube, dass es immer noch genau das gleiche Skillbase Matchmaking System ist, nur dass der Aim Assist so stark auf Controller ist, dass wenn ihr PC-Spieler vor euch habt, dass ihr einen sehr, sehr, sehr viel größeren Vorteil gegenüber denen habt, durch den Aim Assist auf Controller. Lasst euch erst davon überzeugen. Ich werde es euch jetzt im Video zeigen. Macht's gut. Viel Spaß. Ciao, ciao. Wir spielen jetzt einmal ganz normal. Ich werde mir natürlich ganz normal Mühe geben, ist ja klar. Ich suche jetzt hier nicht irgendwie was, zu erzwingen. Ich finde, auf PC sieht es immer noch viel, viel geiler aus als auf PlayStation. Oh! Habe ich denn eigentlich einen Schaden gerade gemacht in dem Gunfight? Ich glaube nicht, oder? Auf diese Distance, das ist halt genau das. Habe ich keine Chance einfach. Jetzt spielen wir einfach mal eine Runde auf Controller, Chat. Gehen wir mal rein mit der guten alten Speerspitze. Konterdrohne oben. Chillig, chillig, chillig. Ich weiß ja nicht, ich habe das Gefühl, dass ich mir das auch ein bisschen einbilde so, aber ihr könnt gerne mal reinschreiben. Ob ihr es, wie das einbildet oder ob ihr das auch so seht, dass der Aim Assist einfach insane strong ist, Alter. Oh, oh Mann, Alter. Ich muss hier gar nicht wirklich so viel machen, weil wirklich der Aim Assist selber irgendwie auf den Körper zielt. Mit der Taschenlampe schmeckt. Das heißt, also wirklich, der Unterschied ist insane, Leute. Und ich laber hier auch nicht irgendwie was vor. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass ich eigentlich ein mittlerweile deutlich besserer Maus- und Keyboard-Spieler geworden bin als Controller. Aber sobald ich den Controller in die Hand nehme in dem Spiel, wirklich richtig was reißen kann. Das, also, ist meine Meinung. Ich weiß nicht. Ja, er stirbt nicht. Ohne. Den haben wir. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Spot hier, actually. Aber ich habe keine Munition mehr, Digga. Das ist halt Arsch. Nice, good shit. Wo schießt du hin? Und ich glaube halt wirklich... Das, ey, guck dir, aber das war gar, also das war wirklich der perfekte Beweis gerade. Ah, der hat mich gesehen. Nein, keine Chance, wenn ich Lappi gewinne. Boah, also M16 schmeckt einfach, ne? Junge, Wahnsinn. Hab mal ein Mate. Oh, 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 fuck, ich habe ja gar keinen Stim hier in der Klasse. Uff. War ich so tief im Spawn bei denen.
Moin! Digga, was mache ich hier gerade? Das hat den Heli sogar. 37-18 mit Controller jetzt erspielt, Leute. Wir werden genau die gleiche Map mit genau dem gleichen Modus jetzt einmal auf Maus und Keyboard spielen. Und ihr könnt mal ein bisschen so vom Movement vielleicht auch vergleichen, ob euch das auffällt, dass auch dass der Aim Assist extrem strong ist. Wir schauen jetzt mal, wir sind jetzt auch noch mal ein bisschen nachgejoint. Schauen mal, wie das jetzt auf Maus und Keyboard ist. Ich hatte den 16 auch ein bisschen gelevelt jetzt. Das war das. Hast einen absoluten Turn-on bekommen. Nice, das waren schon mal zwei gute Kills. Er wurde, glaube ich, von rechts geholt. Schauen wir mal hier kurz rein, ob die Gegner jetzt hier wieder herkommen. Ja, ja, kommen sie. Er hat mich, glaube ich, auch gesehen. Ja, er hat er, natürlich. Nee, keine Chance, Digga. Was soll er denn? Aber der zweite Shot, der connected einfach nicht. Und er ist bei jedem Shot drauf. Das ist... dagegen hast du einfach keine Chance. Ich sag's, wie es ist. So, den haben wir. Schmeckt. Das ist der nächste. Ich weiß nicht, wie viele Helikopter gerade in der Luft sind. Wumms. Aber ihr wisst ja ungefähr, ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, warum die Leute irgendwie das Gefühl haben, dass Skill-Based Matching ein bisschen raus ist. Es kann wirklich daran liegen, dass sie, also ich habe jetzt auf jeden Fall noch keinen PC-Spieler gehört, der das gesagt hat. Und das kann ja wirklich daran liegen, dass der Aim Assist so stark ist. Das ist unglaublich. Er ist sofort auf meinem Kopf. Es kann doch nicht, also... Ich bin auf MP wirklich kein Arschplayer mit Maus und Keyboard im Warzone. Ich gehe 12 zu 26. Wir vergleichen es einfach nochmal mit Controller, Leute. Wumms! Das wirklich, also das kann mir auch keiner erzählen. Digga, was passiert hier? Da ist noch einer! Ja, Amos ist halt so mitgezogen, es ist so krank. Da auch schon wieder. Schon wieder, oh mein Gott, das ist unglaublich. Ich habe jetzt schon so viel gekillt wie am Ende der letzten Runde mit Maus und Keyboard. Das ist... Also so ein Shot zum Beispiel, Alter. Wumms. Oh, fast hatte ich ihn, Alter. Die erste Runde war natürlich jetzt nochmal deutlich krasser, aber auch hier sieht man, dass ich wesentlich besser performt habe als im Maus und Keyboard. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum man hin und wieder das Gefühl hat, dass man eine bessere Lobby bekommen hat, weil man dann wahrscheinlich mehr Maus- und Keyboard-Spieler in seiner Lobby bekommen hat. Deswegen macht auf jeden Fall immer Crossplay an, wenn ihr gute Lobbys haben wollt. Ich denke nicht, dass die Skill-Based Matching schwächer gemacht haben. Ich glaube einfach, dass der Aim Assist in der Beta noch so stark ist, dass Maus- und Keyboard-Spieler gefühlt keine Chance haben, überhaupt irgendwas zu reißen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst eine positive Wertung da, abonniert den Kanal und kommt unbedingt in den 8-5-Stunden-Stream. Das wird geisteskrank. Wir reißen da alles ab. Wir schreiben Twitch-Geschichte an diesem Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.